Mahlzeit, Freunde! Ja, vor circa 4 Monaten bin ich nominiert worden, und zwar von Pit vom Outdoor Wonderland für die One Stick Fire Challenge. Und diese möchte ich heute erfüllen. Das heißt, ich bin natürlich jetzt einmal da rausgegangen. Wir werden uns jetzt einen schönen Platz suchen, dann das richtige Holz, das dementsprechend aufbereiten. Denn da bei der Challenge geht es ja darum, aus einem Stück Holz, ja, das kann ja irgendwo vom Boden irgendwas Feuchtes sein, ein Feuer zu entfachen. Und ja, jetzt schauen wir uns jetzt einmal an, wie ich das mache, so wie es wahrscheinlich die meisten anderen auch machen. Gleichzeitig habe ich meinen Hobo mit, weil wenn wir schon ein Feuer haben, darf ich sagen, in der schönen Landschaft, dann machen wir sie ja gleich einen Tee. Und jetzt geht's einmal los. Auf geht's, mir nach. Ich habe meine Kuchse mit und einen Tee, aber ich habe gesehen, meinen Tee werde ich heute gar nicht brauchen, denn da hinten, da waren ein paar Brombeerblätter, und Survival-Tipp, aus Brombeerblättern kann man sich da heraus auch im Winter einen super Tee machen. Das werden wir dann genießen. Aber als erstes einmal geht's auf Materialsuche. Direkt neben meinem Lagerplatz habe ich jetzt da was entdeckt. Da müssen wir jetzt, glaube ich, schnell mal hin. Das ist jetzt ein bisschen runter. Aber schaut sich das an. Da ein leichter, aber hoher Überhang. Perfekt geschützt. Da haben wir einen großen Windschutz. Da haben wir einen Windschutz rundherum geschützt, und da unten geht einer, da haben wir richtig viel Platz, und da, jawohl, also ein absolut trockener Platz, und ich würde mal sagen, da kann man im Notfall schön drunter liegen, da ist man trocken, da ist man geschützt, da sieht man, dass das Laub richtig trocken, die Erde ist trocken, also eigentlich ein super Stell. Für eine kleine Notunterkunft. Da war einiges an Holzarbeiten. So wie es ausschaut, ist da ganz schön viel gemacht worden. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einmal da so ein kleines Tischerl als erster mit. Und dann suchen wir sie dementsprechend noch den richtigen Ast für die Aufbereitung. Da liegen jetzt zwei schöne Stickerl. Da haben wir mal eine schöne Buche, optimale Länge. Und gleich auf der anderen Seite, da haben wir auch Fichten. Das war das da. Und was werden wir nehmen? Ja, zum Anzünden eignet sich eigentlich Fichten besser, weil das Holz einfach harzhaltig ist.
und das Harzhaltige fängt dann einfach ganz relativ schnell zum Brennen an. Die Buche ist halt ein Hartholz, das heißt, es geht schwerer zum Entfachen, aber wenn es brennt, brennt es halt länger. Die Fichten ist schneller fertig, ich würde sagen, aber das Stickerl ist groß genug und für den Hobo reicht es allemal. Wir nehmen heute die Fichten und ein Stickel fürs Schlagholz zum Betonieren, werden wir sie auch noch suchen. Befeuern werden wir natürlich die Bushbox XL, mein einziger Hobo, den ich noch habe, weil er einfach so bewährt ist. Wahnsinn, perfekt einfach. Die bereiten uns natürlich gleich mal vor und jetzt geht es ans Holz machen. Aber bevor es dann wirklich losgeht, noch vergessen natürlich die Brombeerblätter, die werden wir noch brauchen. Also Schutzhandschuhe unbedingt ausziehen, extrem stachelig, wer es kennt. Davon gehen wir ja aus, dass ihr es alle kennt. Suchen wir sich da ein paar schöne Blätter zusammen mal. So, das wird dann schon reichen. Als erster schaue ich einfach mal ein bisschen, dass die Rinde runtergeht. Ich habe jetzt da schon angefangen. Weil die ist einfach nass. Die müssen wir halt gut entfernen, sage ich mal. Aber auch da keine Doktorarbeit draus machen. Das ist noch nicht so wichtig. Wichtig ist das trockene Kernholz, das wir da innen wollen. Sondern einfach mal ein Stückchen befreien. Schaut nicht so schlecht aus. Ist doch sehr hart schon durchgetrocknet da. Und ich lege nur von da bis daher ungefähr frei. Das reicht mir halt, weil mehr brauchen wir da eigentlich gar nicht für den Hobo zum Befeuern ausreichend. Und jetzt wird betoniert. Das heißt, wir spalten das Holz einfach einmal auf. Na, Autsch. So geht's. Innen. Ja, schaut feucht aus, muss ich sagen. Ja, ist nicht optimal. Nicht optimal. Probieren wir es. Probieren wir es einfach. Probieren geht über Studieren. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen feiner machen, das Ganze. Bleiben wir dran, probieren wir es. Dranbleiben heißt es im Survival, wisst ihr ja. Von dem her immer weiter aufbereiten, bis ich es wirklich relativ fein habe.
es knackt relativ gut. Und ich sag mal ja, wenn es beim Brechen knackt, dann knackt es im Feuer. Sehen da bei den ersten Arbeiten, da kann man noch wirklich grob sein. Da ist noch gar nichts passiert, da ist nichts tragisch. Und dann geht es eigentlich nur darum, wie fein werden die Federsticks werden, die wir am Schluss brauchen. Das heißt, da einfach gut vorbereiten, sogar so ein kleines hartes Nest herinnen. Das ist ja super. Ich hoffe, man sieht das da jetzt in der Kamera ganz gut. Da, da ist ein richtig kleines Nest, das ist total harzig. Das riecht auch so, das ist gut. Da werden wir schauen, dass wir da vielleicht jetzt dann den Federstick da rausschnitzen, damit wir das natürlich da mitnehmen. Gute Sache, sehr gute Sache. Das hebe ich mir gleich mal gesondert auf. Und ein bisschen Holz machen wir sie schon noch. Das ist nämlich das, was wir eigentlich wollen. Da innen das trockene Kernholz, so bald bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist ziemlich grenzwertig von der Feuchtigkeit her. Schauen wir mal, ob das geht. Ob wir das zusammenbringen mit dem. Aber ich bin guter Dinge. Ja, dann kann man schon ein bisschen gräberne Stickerl da machen. Und das müsste dann auch zum Erhalten vom Feuer eigentlich reichen. Das Haferl. Und jetzt brauchen wir noch Federsticks. Jetzt brauchen wir eben die berühmten Federsticks. Das heißt, wir nehmen das aus dem Kernholz und schnitzen uns ganz feine Locken, die wir dann mit dem Feuerstahl entzünden. Das ist immer ein bisschen tricky sozusagen, weil das Holz halt relativ feucht ist. Aber wie erst schon gesagt, probieren, geil überstudieren. Und ich fange jetzt einfach an, ich nehme da so eine Kanten, da wo es wirklich schön fein ist. Oder? Dann fange ich an von oben, dass ich schön schneide, bis unten. Einfach mit wenig Druck und scharfer Klinge schöne Locken machen. Ich schnitze mir oft die Locken gleich runter auf einen Haufen. Manche lassen es halt zusammen. Ich sage, wenn ich es ganz fein mache, dann schnitze ich es komplett weg einfach. Weil da kriege ich es irgendwie feiner noch hin. Immer ein bisschen drehen den Stock und wo sich eine neue Kante auftut, da schnitzen wir. Natürlich, je feiner, desto besser. Das Vor war eben wirklich nur eine grobe Vorbereitung. Das ist das normale Holz machen. Das ist nicht tragisch. Da, um das geht es jetzt da. An dem fällt oder gelingt. Eigentlich schon ganz einen schönen Haufen, aber immer wenn man denkt, man hat genug, dann macht man dieselbe Menge gleich noch einmal.
Und jetzt nehme ich auch noch das dazu, da wo ich das Harz erst gefunden habe. Da, die kleine Stelle, die schnitze ich unbedingt mit rein. Ist zwar ein wenig härter da, aber ist nur ganz minimal. Ganz eine kleine Menge nur. Kriege ich kaum außer. Naja, nehmen wir es mit. Und jetzt zum Schluss mache ich mir noch ein paar gräberne Locken, die dann wirklich gut wegstarten. Wenn die kleinen mal brennen, dann geht es mit den großen auch. Ich bin guter Dinge, wieder sagen, wir probieren es. Gut, das war eigentlich die Vorbereitung. Wie gesagt, nicht tragisch. Einfach ein bisschen Kernholz außerschön. Das lege ich mir auf Zeiten und dann einen schönen Haufen machen. Und den werden wir dann da reinlegen in den Hobo. Und dann können wir unseren Tee machen. Ja, entzünden tun wir natürlich mit dem Feuerstahl. Ich glaube, das ist so eine Prämisse von der One Stick Fire Challenge. Das heißt, die richten wir da so ein bisschen zusammen, stellen wir den Feuerstahl gut rein und ich mache dann noch mal ein paar leichte Schaber als erster nur, damit ich mir noch ein bisschen Material vom Feuerstahl runterschabe und dann war noch nichts. Ziehe ich einfach irgendwann einmal durch. Es braucht oft 2-3 Versuche. Ja. Legen wir gleich ein bisschen nach. Das Feine. Ja, jetzt heißt es ihm auch weiter schauen, dass es nicht ausgeht. Brennt schon relativ gut, kann man eigentlich schon größere Stücke nachlegen. Kann auch schon meinen Becher aufstellen. Und sobald das Wasser kocht, werden wir unsere Blätter einlegen und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Das ist einfach das Schöne da heraus im Winter. Da kannst du mit ruhigem Gewissen den Hobo starten. Da passiert überhaupt nichts. Das heißt, überhaupt nichts passieren kann natürlich immer was. Aber es ist eine relativ sichere Angelegenheit da sowieso. Eine kleine Freifläche wieder gefunden und ja, optimal. Und da geht auch richtig was weiter, muss ich jetzt sagen. Ja, das Wasser ist schon kurz vorm Sieden und der Hobo, der strahlt da ordentlich ab. Ich lege noch mal ein bisschen was nach, viel werden wir nicht mehr brauchen. Ich glaube, wir werden gar nichts mehr brauchen, aber es ist so gemütlich da draußen. Kann man ruhig noch ein bisschen füttern.
Ja, ich nehme einfach auch immer als mobile Feuerstelle mit. Das heißt, ich habe den Hobo schon einfach so dabei. Den habe ich immer dabei. Und ja, so brauche ich mir nicht irgendwie irgendwas bauen mit Steinen oder was und mache nicht den Waldboden kaputt. So kann ich relativ sicher ein gutes Feuer halten und die Gräs ist für ein, zwei Personen auch ausreichend. Und ja, ich benutze ihn immer als Feuerstelle, auch wenn er für das vielleicht nicht gedacht ist und das ist nicht in jedermanns Interesse, aber ich habe die Bushbox XL, das ist die Titan-Version schon, was sicher 3 Stunden Dauer befeuert, passiert gar nichts, also von dem her kann man ganz mit ruhigem Gewissen einmal ein wenig ein kleines Wärmefeuer auch damit machen. Ja, aber jetzt legen wir die Blätter ein, denn es siedet bereits. Suchen wir da die schönen außer. Das ist noch gut. So, da 4. So, 5-6 Blätter waren meine dort. Das reicht eigentlich. So auf die Menge ungefähr ein halber Liter ist das. Das passt schon. Aha. Fängt es da noch zum Schneien. Na optimal, aber wir sind eh fertig, der Deck hoch. Den können wir dann schon mal abnehmen. Die Bushbox lassen wir jetzt einfach niederbrennen. Und dann kann man schon wieder schön gemütlich einmal anfangen zum Zusammenpacken. In dem Sinne, Prost! Brombeerblätter ist wirklich eine super Alternative da draußen. Einfach zum berühmten Fichtennadeltee. Tannennadeln geht auch, ist einfach nur ein bisschen herber. Aber zum Fichtennadeltee oder zum Brennnesseltee. Also, Brombeerblätter gängern. Ja, einfach, wie schmeckt es? Wie so ein normaler Kräutertee halt, ja. Ein bisschen süßlich sogar, muss ich sagen, nach Brombeere, nur bedingt mit viel Fantasie, ja. Aber doch auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ja, und das lobe ich mir einfach an der Bushbox da, die brennt so sauber ab, also wenn man sich das einmal anschaut, da ganz genau, es ist ein Wahnsinn, da bleibt kaum was über, die zirkt einfach durch, bis zum Boden, da ist noch ein bisschen ein Glut, ein kleines Glutnest ist noch da, aber das lösche ich jetzt noch mit Schnee aus und dann sind wir schon wieder dahin. Das ist übrigens gerade mein Trinksetup, wobei der Becher heute zum ersten Mal im Einsatz war, wie ihr gesehen habt, weil ich habe den kurzen gehabt und habe mir jetzt da den großen genommen, da passen 0,6 Liter rein, also da haben wir einfach viel mehr Kochvolumen, das heißt, das kommt als erster da rein. Das ist mein Kochbehälter. Dann die 1 Liter Edelstahlflasche, weil er einfach wirklich auch kochendes Wasser einfüllen kann. Die Taschen da isoliert ein bisschen. Und dann habe ich oben immer noch Platz für meinen Trinkbecher. Und in dem Fall natürlich, wie immer, meine Kuxer. Ja, die geht sich da auch noch drauf aus. Und dann habe ich da einfach Flasche, Kochbehälter und noch einen extra kleinen Behälter. Ja, und mit dem komme ich eigentlich momentan ganz gut über die Runden da draußen. Ja, Survival-Modus sozusagen. Eins von den 5 C's für mich ist jetzt der Container. Das ist für mich ein Paket davon.
Gut, Freunde, da waren wir dann am Ende von meiner kleinen Videoantwort an den Pit. Pit, ich hoffe, du bist zufrieden. Und ja, das Feuer hat brennt. Wir haben die One Stick Fire Challenge somit erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Ich sollte ja wen nominieren, aber ich muss sagen, ich werde das einfach vergessen heute, weil ich weiß nicht, wer ist schon nominiert, wer hat schon gemacht, wer hat es noch nicht erledigt. Und von dem her, ja, wer es machen will, soll es halt machen. Es ist sowieso immer eine nette Übung, braucht man gar keine Nominierung dazu. Einfach einmal Feuer probieren mit Feuerstahl und nur mit, ja, mit einem normalen Kernholz einfach, ja, und mit schönen Federsticks und mit schönen Locken. Ja, es ist eh immer ein bisschen tricky, vor allem wenn das Holz so heraus und so jetzt ein bisschen feucht ist. Im Sommer schaut es da besser aus. Das Holz war schon sehr grenzwertig, aber ist am Schluss doch noch gegangen dann. Man muss dann schauen, dass man gleich dran bleibt, dass man das Feuer am Leben erhält. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zum Sagen. In dem Sinne, tschüss, pfiat euch, baba, bis zum nächsten Mal. Nicht aus. Ein kleiner Survival-Tipp habe ich noch für euch. Und zwar, es heißt ja, man soll keinen Schnee essen. Ja? Jetzt stellt sich die Frage, warum? Weil ich brauche in einer Survival-Situation Flüssigkeit. Ja? Wenn ich laufe, wenn ich Meter mache, ja? Man schwitzt, man verbraucht Flüssigkeit und die muss ja wieder zunehmen. Deswegen ist ja Wasser eine sehr wichtige Ressource in der Natur da draußen. Aber das Problem ist eben, Wasser bringt uns zwar Energie, ja? Und hält da den Haushalt ein bisschen in Schuss. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt Schnee essen, dadurch, dass der Schnee so kalt ist, jetzt braucht der Körper einfach viel mehr Energie, damit er das aufarbeitet und den Körper vor dem Auskühlen schützt, als was wir zu uns nehmen können an Flüssigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt einen ganzen Schneeball esse, ja, dann habe ich zwar Flüssigkeit im Magen, aber bis der geschmolzen ist und bis einfach das kalte Wasser vom Körper wieder erwärmt ist, das kostet uns mehr Energie, ja, als was wir durch die Flüssigkeit zu uns nehmen. Und deswegen sollte man auch keinen Schnee essen. Was allerdings schon passt, wenn der Mund schon so ein bisschen trocken ist, so wie jetzt, ja, dass ich ein bisschen an Schnee unterwegs, wirklich, ein bisschen an kann ich schon essen, aber halt keine großen Mengen, aber einfach einmal, damit der Mund wieder ein bisschen wässriger wird, ja. Und von dem her, das ist keine Gefahr dabei, das kann man ruhig machen. Ja, ist also einfach, nehmt euch einmal ein Batzerl, wenn ihr unterwegs seid und lutscht so. Das macht den Mund wieder ein bisschen frischer und ja, und bringt halt auch ein bisschen wieder was, zumindest für den Kopf. So, jetzt sind wir aber wirklich durch. Tschüss, pfiat euch, baba.